Herzlich willkommen. Mit diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit dem Diktiergerät Dicta 420 von Grundig Business Systems ein Diktat aufnehmen können. Wir werden Ihnen auch erklären, wie Sie ein Diktat wiedergeben, eine Textpassage in ein bestehendes Diktat einfügen und ein Diktat löschen können. Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie die Einstellung Easy Mode beim Gerät einschalten können. In dieser sind die Tasten nur mit den wesentlichen Diktierfunktionen belegt. Das Display ist sehr übersichtlich gestaltet. Der Easy Mode übernimmt die Geräteeinstellungen aus dem Vollmodus, wie zum Beispiel die Mikrofonempfindlichkeit und die Workflow-Listen. Die Bedienelemente des Dicta 420. Zunächst möchten wir Ihnen die einzelnen Tasten und Schalter des Gerätes vorstellen. Auf der linken Seite befindet sich der Ein-Ausschalter, der mit Off bzw. Hold und On beschriftet ist. Auf der rechten Seite des Dicta 420 sehen Sie die rote Aufnahmetaste und den Schiebeschalter. Mit der Aufnahmetaste können Sie zwischen den Betriebsmodi Aufnahme und Wiedergabe wechseln. Mit dem Schiebeschalter können die vier Funktionen schneller Vorlauf, Stopp und Start bei der Aufnahme oder Wiedergabe eines Diktates sowie Rücklauf genutzt werden. Außer diesen Tasten verfügt das Dicta 420 noch über zwei Auswahltasten, zwei Navigationstasten sowie eine New-Taste, die für die Aufnahme eines neuen Diktates benötigt wird. Aufnahme eines Diktates. Wir möchten Ihnen nun zeigen, wie Sie ein Diktat aufnehmen. Schieben Sie den Ein-Ausschalter zunächst nach unten auf On. Im Display erscheint der Schriftzug Grundig Business Systems sowie der Name des konfigurierten Autors. Es ertönt ein kurzes Signal, dann erscheint die übliche Anzeige. Im Display wird Ihnen in der rechten oberen Ecke der Batteriestatus angezeigt. Darunter können Sie sehen, wie viel Aufnahmezeit Ihnen noch zur Verfügung steht und auf welche Mikrofonempfindlichkeit Ihr Gerät eingestellt ist. In der linken oberen Ecke wird Ihnen die aktuelle Uhrzeit angezeigt, falls Sie diese schon eingestellt haben. In der rechten unteren Ecke des Displays sehen Sie das Menüzeichen. Klicken Sie mit dem Daumen nun auf die New-Taste. Dass Ihr Dicta 420 nun für die Aufnahme eines Diktates bereit ist, erkennen Sie an der rot leuchtenden LED-Anzeige über dem Display. Im Display selber sehen Sie nun auf der linken Seite das Zeichen für Pause, also die aktuelle Funktion, sowie den Diktatnamen mit der Diktatnummer. Ziehen Sie nun zum Start der Aufnahme den Schiebeschalter von der Position Stopp auf Start. Die Aufnahme wird nun gestartet. Dies wird daran ersichtlich, dass die LED-Anzeige nun dauerhaft rot blinkt. Zudem erscheint im Display auf der linken Seite ein roter Kreis, der für Aufnahme steht. In der unteren rechten Ecke des Displays wird Ihnen die Diktatlänge oder auch die Diktatposition angezeigt. Diktieren Sie nun Ihren gewünschten Text. Zum Beenden des Diktates schieben Sie bitte den Schiebeschalter auf Stopp und klicken Sie danach die rote Aufnahmetaste. Die LED-Anzeige hört auf zu leuchten und die Diktatlänge wird Ihnen nun dauerhaft angezeigt. Wiedergabe eines Diktates. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Diktat. Sie können es wiedergeben, indem Sie den Schiebeschalter in die Startposition bringen. Einfügen einer Textpassage in ein bestehendes Diktat. Nun möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie eine Textpassage in ein bestehendes Diktat einfügen können. Bringen Sie den Schiebeschalter in die Startposition, um das gewünschte Diktat anzuhören. Schieben Sie den Schiebeschalter in die Stoppposition, wenn Sie die gewünschte Position im Diktat gefunden haben, wo Sie einen neuen Text einfügen möchten. Drücken Sie nun die linke Auswahltaste. Es öffnet sich das Ändernmenü. Bestätigen Sie nun den Punkt Einfügen, indem Sie die rechte Auswahltaste betätigen. Bestätigen Sie anschließend mit der rechten Auswahltaste auch den Punkt Teil Einfügen. Sie können nun den gewünschten Text in das bestehende Diktat einfügen. Die LED-Anzeige blinkt und im Display erscheint das Zeichen für Einfügen. Zum Start der Aufnahme schieben Sie nun den Schiebeschalter von der Position Stopp auf Start. Die Aufnahme startet. Die LED-Anzeige leuchtet nun dauerhaft. Zum Beenden der Einfügung schieben Sie den Schiebeschalter auf Stopp und betätigen Sie die Aufnahmetaste. Löschen eines Diktates. Nun möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie ein Diktat löschen können. Haben Sie mehrere Diktate gespeichert, dann wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Diktat aus. Klicken Sie bei dem zu löschenden Diktat auf die linke Auswahltaste.
Das Ändern-Menü öffnet sich. Wählen Sie nun mit den Navigationstasten den Punkt Löschen aus. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die rechte Auswahltaste betätigen. Bestätigen Sie nun den Löschvorgang, indem Sie zweimal auf die rechte Auswahltaste klicken. Das Diktat wird gelöscht. Umschalten in den Easy Mode. Zum Schluss möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Einstellung Easy Mode beim Dicta 420 einschalten können. Bei dieser sind die Tasten mit den wichtigsten Diktierfunktionen belegt. Um den Easy Mode einzuschalten, betätigen Sie nun die New-Taste. Schieben Sie die Einschalttaste auf On und halten Sie dabei die New-Taste gedrückt, bis das Logo von Grundig Business Systems im Display erscheint. Sie sehen nun anhand des veränderten Displays, dass das Gerät jetzt im Easy Mode läuft. Um wieder zum Vollmodus zurückzukehren, schalten Sie zunächst das Gerät aus. Drücken Sie dann die New-Taste und halten Sie diese gedrückt, während Sie die Einschalttaste auf On bringen. Das Gerät ist nun wieder im Vollmodus. Sie kennen nun einige der wesentlichen Grundfunktionen des Dicta 420. Grundig Business Systems wünscht Ihnen nun viel Spaß beim Diktieren.